Was hier als Strafzelle korportiert wird oder geschichtsverfälschend dargestellt ist an der Tür, ist eigentlich Tarnung für eine Arrestzelle, die in allen DDR-Strafvollzugseinrichtungen in Arrestzellen installiert wurden, und das waren der sogenannte Tigerkäfig. Tigerkäfig macht seinem Namen volle Ehre. Da wurden Disziplinarmaßnahmen des Strafvollzuges vollstreckt. Das heißt, hier kamen Gefangene rein, um aus ihnen oder um aus denen eine sozialistische Persönlichkeit zu machen, beziehungsweise sie kam hier rein zur Umformung.